Alter, da will ich doch gar nicht hin. Wir müssen noch nach hier drüben. Mir fällt gerade auf, es hat schon lange nicht mehr gehakelt. So flüssig lief es ja schon lange nicht mehr. Schlafblock B ist jetzt offen. Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Oh nein, bitte nicht. Da drüben ist immer noch zu, sehe ich gerade. Das klingt doch irgendwie so extrem nach Leviathan. Hat mir da eigentlich dasselbe? Fehlfunktion der Lebenserhaltung. Ja, ja, wissen wir ja. Oh. Say what? Oh, hi. So. Für den hat sie es auch und die kleinen Biester in ihm sind nicht rausgekommen. Das ist schön. Bist du schon tot? Nee, ne? Nee, ist klar. Kannst du vergessen. Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Ich bin doch nicht blöde. So, einmal Sauerstoff, bitte. Danke sehr. Du sollst mir die Strahlmuni geben, genau. So, noch mehr Gegner? Sieht nicht danach aus. Boah, ich dachte gerade, aber die sind ja schon tot. So, Plasma-Energie. Was haben wir hier noch Schönes? Credits. Okay. Sonst noch was? Nicht. Der Sauerstoff hier drüben, den können wir nochmal benutzen. Gut. Hätte sein können, dass das irgendwie so einmal Sauerstoff bloß ist. So... Wegwerf-Sauerstoff, aber es ist Mehrweg-Sauerstoff. Okay, wir können aber nicht dauerhaft ran, das ist schlecht. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und ist ja gut. So, Korean haben wir drüben auch noch. Boah, setz mich doch nicht vor die Wahl, wo ich durchgehen soll. So, einmal das Klo abchecken. Hier gibt es zumindest noch was zu mitnehmen. Impulsprojektile, sehr gut. Können wir immer gebrauchen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Wohnräume, aufs Wohndeck. Oder auch nicht. Ja, ja, ist ja gut, Isaac. Hier, gerne mal Sauerstoff tanken. Gut. Und dann ab in die Kojen. Schlafen wir eine Runde. Der Lebenserhaltungs- und Klimasystem. Oh, hi. Zustand bedrohlich. Bitte auch schon lange nicht mehr gesehen, was? Kontaktieren. Tja, jetzt kannst du weiter schlafen. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Du musst ja aber nicht gleich ganz so aggressiv reagieren. Ich meine, wenn ich im Schlaf aus dem Schlaf gerissen werde von irgendjemandem und geweckt werde, dann gehe ich den auch nicht gleich an und will ihn töten, nicht? Aber das hast du jetzt halt davon, ne? Wer Aggressionen sät, wird Aggressionen ernten, mein Freund. Das hat schon Sokrates gesagt, oder was weiß ich. Say what? Ach nee. Ach komm, bist du denn... Ich wollte gerade sagen, du musst da mal irgendein Gelenk treffen bei dem Kerl. Und wer greift mich hier? Du greifst mich von der Seite an. So, der ist tot. Gut, nochmal schnell zurück. Ich will nochmal ein bisschen Sauerstoff mehr abholen. Isaac, röchel doch nicht so. Du kriegst deinen Sauerstoff doch. Ich hab dich schon nicht vergessen. So. Gib mal her. Du störst meine guten Vibes, Kollege. So. Sonst noch was? Sieht auch total gemütlich aus hier. Will ich unbedingt schlafen. Eine Nachtkarte. Das ist schön. Die Nebenaufgabe, die eigentlich eine Hauptaufgabe ist, haben wir erfüllt. Oh, hi. Wow. Alter. Ach, das sind die Flitzemänner. Ich erinnere mich. Oh, ich habe keine Muni mehr für den Cutter. Das ist scheiße. So. Er röchelt schon wieder bedenklich. Lagerraum. Das hier hinten nehmen wir noch mit. Könnt ihr mir bitte mal irgendwo einen Sauerstoffkanister hinsetzen? Einen Sauerstoffkanister hinsetzen? Einen Sauerstoffkanister hinsetzen? Scheiße. Oh, komm schon. Lauf, Isaac. Wir holen uns den Sauerstoff nebenan. Da, wo wir wissen, dass es Sauerstoff gibt. Es ist schon rot, rot, rot. Rot, 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 wie mein Gummiboot. So, kein Ding. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte keine Panik. Spezialisten kontaktieren. Ich weiß gar nicht, was Isaac so rumjammert. Wir sind doch vollkommen im grünen Bereich hier.
So, ich möchte diese Waffe, dankeschön. War hier noch was? Ja, da war eine Tür, aber erstmal will ich hier drüben noch die eine Kiste öffnen, die ich noch gesehen habe. Genau diese. So. Und die Impulsprojektile nehmen wir auch noch mit. Damit ist eigentlich klar, welche Waffe wir jetzt einsetzen, nämlich hier unseren Impulsdingens. So, in die Gemeinschaftsräume. Da kommt mich ja wieder... Das ist ja sinnlos. Und da bin ich jetzt die große Runde gerannt. Willst du mich verarschen? Komm, da tanken wir noch mal ein bisschen. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Wissen wir doch. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Hat vielleicht irgendjemand freundlicherweise drüben aufgeräumt oder bleibt das einfach so? Okay, bleibt so. Dann ist das eben so. Geht mich auch nichts an. Gut, jetzt raus hier aus dem Bereich. Ich bin kein Fan von Sauerstoffarmut. Wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ende des Vakuums. Dankeschön. So, hier jemand dazugekommen? Nein. Die Tür ist immer noch zu. Okay, wo sollen wir denn dann jetzt hin? Wieder raus. Gut, dann haben wir es jetzt wahrscheinlich für das Deck hier geschafft und müssen jetzt einfach nur wieder zurück. Und mal schauen, wo wir dann jetzt hin können. Eine Navikarte müsste uns ja dann noch fehlen. Die wird dann in einer der anderen, in einem der anderen Bereiche sein, die noch zu sind. Aber eigentlich haben wir ja gar keinen Schlüssel dafür, ne? Wir haben ja bloß für die Aufzüge jetzt. So, machen wir nach oben und ich trinke mal eben was. Ach ja. So, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon am Let's Play. Alter. Ach, du bist schon tot, ne? Ja. War ja noch nicht mal was Tragisches gewesen. Es war ja bloß der alte Sackmann. Der war ja vorhin schon da. So. Bleibt alles, wo es ist. Sehr gut. Die Tür hatte ich schon gecheckt, ne? Die war ja... Ja, ich glaube. So, schauen wir mal, wo es hingeht. Mach auf das Loch. Komm schon, Alter. Sehr gut. Geradeaus geht es für uns. Oh, hallo Sackmann. Tschüssi Sackmann. Pack den Sack an. Sack mal Sackmann. Noch einer hinter uns? Nö. Das war easy peasy. Das war kein Problem. Wo ist denn das Vieh? Oder? Weg mit euch! Das nachladen. So. Diese kleinen Biester, man sieht die auch so schlecht auf diesem hässlichen, matschigen Untergrund hier. Das ist so beschissen. Naja gut, wir haben es ja hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt herkamen. Eigentlich war ja gar kein Slenderman in der Nähe. Slenderman oder wer auch so aussah, fällt mir gerade so ein, Jack Skellington, falls ihr noch jemand kennt. Jack Skellington hat eigentlich genau dieselbe Figur wie Slenderman. Vielleicht ist das sein großer Bruder. Oder der Papa. Slenderman ist der Sohn von Jack Skellington. Ach so. Aber was von der Freundlichkeit hat er sich auch nicht abgeguckt, oder? Naja, was soll's. Jemand hier? Nein. So, aber mal speichern zwischendurch. Ich will jede Speichergelegenheit mitnehmen. Kann nicht schaden. So. Gut. Hier oben. War hier schon vorher offen? Klasse 1 Personal. Nee, ich glaube, hier war vorher nicht offen, ne? Gut. Ist aber nicht unser Weg. Okay. Ich gehe trotzdem mal... Ach ja, ich erinnere mich. Hier war hier drüben zu. Genau. Hier kommen wir immer noch nicht durch, ne? Ja. Nein. Das Schatten gehört mir. Ich entscheide, wer Zutritt erhält. Sehr gut, Alter. Wenn ich den Flug schaffe, könnte ich alles in Ordnung bringen. Tut mir leid, Mr. Clark. Wenn Sie mir nicht beweisen können, dass Sie in der Lage sind, es wieder flott zu machen, werde ich Sie nicht durchlassen. Ich muss wissen, dass Sie auf meiner Seite sind. Alles klar bei dir im Kopf? Nicht so richtig, oder? Was auch immer. Also keine Ahnung, was der jetzt vor sich hingequasselt hat da. Ist mir auch ziemlich Rille.
So, wir gucken mal. Ah, was könnten wir denn mal kaufen? Ich wäre... Für was wäre ich denn? Ich glaube, für mittlere Medipacks wäre ich mal. Kaufen wir mal zwei. So. Wir haben noch drei Knoten, sehe ich gerade. Ja, sing ruhig weiter, Kleine. Ich bin vorhin an der Bank vorbeigekommen. Hi. Plasma-Cutter-Munition hätte ich auch mal einsacken können, fällt mir gerade auf, aber jetzt ist es halt zu spät. Ne? So, einmal nachladen. Danke sehr, Herr. Mal kurz wegen der Muni gucken. Ja, Impulsprojektile habe ich eigentlich, mehr als genug. Plasma-Cutter sieht halt dünn aus. Ich glaube, ich gehe nochmal Plasma-Cutter-Muni kaufen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Er ist ja doch irgendwo unsere beste Waffe, ne? Den haben wir ja so schön gepimpt. Den sollte man vielleicht auch mit Muni bedienen. So, Plasma-Energie. Zumal die nicht viel kostet, das können wir eigentlich mal machen, ruhig. Ja, das können wir verschmerzen, gehen wir auf 25.000 Credits ungefähr. Und dann passt das, fertig der Lack. So, rein in die gute Stube. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Das ist das Tolle, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt, wie es jetzt weitergeht, aber hey, das Ding zeigt uns ja an, wo wir lang gehen müssen. Das stört mich auch so ein bisschen an dem Spiel. Ach, jetzt verstehe ich, je höher die Zahl, desto niedriger die Zugangsstufe. Ah, okay. Das heißt, Klasse 1 Personal, die Tür können wir erst ganz am Ende öffnen wahrscheinlich. So, ab nach unten. Machst du ja. Wir sind da. Und mal wieder Speichermöglichkeit. Das sieht mir ganz nach Action aus gleich. Wenn gleich hier vorne schon wieder eine Speichermöglichkeit ist, das ist schon irgendwie... Ja, wir nehmen mal den anderen. Das wirkt irgendwie ein bisschen auffällig, finde ich. Oh nein. Und ihr Tod ist nur die erste Phase. Okay. Physischen Ablauf dieser Transformation abschließen. Werden Sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Ach, das ist ein Video, okay. Nee, lass an! Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört ihr nicht auf sie? Kommen Sie zurück! In ja, der richtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie mich an. Was hier passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastisch. Wir haben auf dem Planeten... Ach, die Dinger explodieren immer. Deswegen ist immer noch so ein Matsch. Dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten... Kein Problem. Ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase von dem physischen Ablauf dieser Transformation. Alter, du hast solche Sorgen im Kopf, ehrlich. Schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen Schnauze halten. Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört ihr nicht auf? Oh, habe ich das Licht ausgemacht? Nee, ist es noch an. Aber widerstandsfähig das Licht. So, schnell hier weg, damit wir das dumme Gesülze von dem nicht weiterhören müssen. Okay. Was können wir denn... Ach, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert, was wir denn hier eigentlich hin und her ziehen können an den Dingern. Wollen wir den mal mitnehmen? Ich glaube schon, oder? Komm, machen wir mal. Rein mit uns in die gute Stube. So. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf Medipack gedrückt. Das ist nicht so gut. Was haben wir denn hier? Plasma-Energie. Habe ich gerade in Massen gekauft, aber hey, was soll's. Ist auch nicht schlecht. Großes Medipack. Habe ich gerade verbraucht. Ist auch gut. Und noch mehr Plasma-Energie. Also das ist eine reine Munitions-
Ecke hier. Reines Munitionslager. Gut, ist auch okay. Ich hätte ein neues Schema ganz geil gefunden, aber hey, was soll's.